Annika, die ich denke mal alle deklassiert hat, und auch die anderen Mädels waren super und unsere großen Mädels in Anführungsstrichen mit 13, 14, 15 oder 12, 13, 14 war es glaube ich, also für die Anja knapp super toll, für die anderen beiden ein bisschen schade, dass sie halt im Schwimmen nicht bei waren, aber ein super Ergebnis. Und ja, zwischenzeitlich habe ich glaube alle 10 Minuten gehört, dass Deutschland ein Tor geschossen hat, und na, ja, jetzt hoffen wir, dass es morgen so weitergeht und dass wir dann am Mittwoch oder Donnerstag beim Halbfinale ordentlich feiern können. Das Erste ist erstmal, dass wir morgen ordentlich rumbringen, und ich denke, das ist ganz gut. Wir haben eine gute Mannschaft und zu feiern gibt es noch was. Das wird auch gefeiert, und morgen wollen wir noch was dazu tun, dass wir noch mal feiern können. Geheimnis gibt es nicht, weil Überschwimmer bin ich nicht, und ich bin froh, wenn es eine große Gruppe wird. Und ja, dann ist alles möglich, aber schnelle Russen, schnelle Engländer. Schauen wir mal. In Madrid haben wir es ja auch wieder eingesammelt, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.